Geheimakte der Tunguska. Folge 57. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, in der letzten Folge sind wir doch ein Stückchen weitergekommen. Es ist alles ein bisschen abstrus, habe ich das Gefühl. Aber wir können wohl Zeichen geben. So wie da, wo wir im Krankenhaus oder was das war, durch so ein Abflussrohr kommuniziert haben und uns per, was war das, Faden, Gegenstände hin und her getauscht haben zwischen Nina und Max. So können wir hier wohl, glaube ich, über die Kamera kommunizieren. Mich wundert sowieso, dass ich nicht zu Max wechseln kann. Jetzt probiere ich erstmal das Feuerzeug, das war meine ursprüngliche Idee. Und dann können wir das Silikonschild bzw. dessen Abdruck. Ich halte jetzt mal das Feuerzeug in die Kamera. Was auch immer das soll. Oder fackle ich sie damit ab? Nee. Kein Feuer in der Heizung? Na, dann wollen wir mal den passenden Knopf suchen, der etwas einheizt. So, das sollte es gewesen sein. Und jetzt noch kein Wasser haben wir auch nicht. Also jetzt wird's warm, oder? Kann ich das anschauen? Oder? Das Rohr ist kalt. Das irritiert mich jetzt. Ein Heizkörper. Ist immer noch kalt, oder was? Eigentlich sollte es jetzt warm werden. Aber der Heizkörper gluckert nur vor sich hin. Ich vermute mal, es befindet sich zu wenig Wasser im Heizkreislauf. Ist aber was anderes, was er gesagt hat. Na gut, das kann man so rum oder so rum machen. Na ja gut, das müssen wir nur sagen, kein Wasser haben wir auch nicht. Logisch, oder? Wenn mein Plan funktioniert und Max meinen Hinweis versteht, wird die Heizung warm und damit auch die Rohre, in denen der Eiszapfen steckt. Mhm. Wenn der dann schmilzt und aus den Rohren rausrutscht, wird er hoffentlich das Fass von dem Regal auf den Boden schubsen. Mhm. Und sobald der Deckel von dem Fass aufgeht und diese hochexplosive Chemikalie mit dem Eis auf dem Boden in Berührung kommt, macht's kabumm. Ein toller Zeitzünder. Wenn ich hier irgendwie raus könnte. Ich sollte also gleich anschließend das Ventil wieder schließen, sonst fliegt die ganze Bude mit Max und mir zusammen in die Luft. Sollst du? Wasser? Heizung? Fehlt da Wasser in der Heizung? Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwo einen Regler für die Wasserzufuhr finde. Ich hoffe, das war der richtige Schalter. Oh, verdammt. Nina, pass auf! Hab ich doch richtig gehört. Die Dame hat es also tatsächlich geschafft, sich zu befreien. Dann komm mal mit. Der Chef freut sich schon drauf, dich endlich mal kennenzulernen. Na toll. Ah, Fräulein Kalenko. Endlich lerne ich Sie mal persönlich kennen. Ich bitte meine schlechten Manieren zu entschuldigen. Ich hätte mich schon viel früher vorgestellt, aber Sie sehen ja, ich bin ziemlich im Stress. Gestatten, Massimo Gattuso. Entführung, schwere Körperverletzung und was sonst noch alles dazukommt, gehört bei Ihnen also zum guten Ton? Nein, aber besondere Ereignisse erfordern leider nun einmal besondere Maßnahmen. Aber da Sie nun schon mal hier sind, darf ich Sie herzlich einladen, ganz exklusiv und aus der ersten Reihe einer Weltpremiere beizuwohnen. Darauf kann ich verzichten. Da würde Ihnen aber etwas entgehen. Sie werden Zeuge, wie meine neuen Marketingmaßnahmen die Menschheit in eine glücklichere Zukunft führen. Da bin ich aber gespannt. Völlig zu Recht. Sie kennen das doch sicher selbst. Tagelang überlegen Sie, welches Kleid Sie kaufen wollen. Dann noch ein Streit mit Ihrem Freund, ob man sich lieber für die rote oder doch eher die grüne Couch entscheiden sollte. Ich brauche keine Couch und schon gar keine grüne. Ich nehme den Menschen diese Probleme in Zukunft ab. Durch Gehirnwäsche? Ich nenne es Entscheidungshilfe. Dadurch bleibt den Leuten nicht nur viel Ärger erspart, sie haben auch viel mehr Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Sie müssen zugeben, eine wahrhaft edle Geste von mir. Ich muss zugeben, Sie sind noch kranker, als ich gedacht hatte. Es geht Ihnen nur darum, Ihre Produkte zu verkaufen. Die Menschen sind Ihnen scheißegal. Schade, dass Sie meine Pläne nicht zu würdigen wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, sich daran zu stören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den ersten Testlauf vorbereiten. Und wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat geben darf, freuen Sie sich, bei diesem Schauspiel dabei sein zu dürfen. Wäre doch schade, wenn Sie Ihre letzten Stunden nicht genießen würden, oder? Heizend. Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Eiszapfen aus dem Rohr rutscht. Ich muss hier schnellstens raus. Was halt auch krass ist, irgendwie... Ich muss hier kurz wie so eine kleine Pause einschmeißen, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt Zeitdruck haben.
Ich wollte noch schnell sagen, was ich nicht verstehe, sie sagt, sie macht das mit dem Eiszapfen und muss dann aber das Ventil schnell wieder zudrehen. Warum? Weil sie sagt, ja, sonst geht die ganze Bude hoch. Ja, wollen wir ja. Ansonsten wird es ja keinen Sinn machen. Sie wollte ja nicht nur das Räumchen sprengen, oder doch? Gut, kann natürlich sein, dass ihre Intention war, durch dieses Wasser zu kommen. Da war ja dieses Loch mit dem Meeresspiegel, dass sie dachte, sie kann da in die Freiheit schwimmen oder was weiß ich. Aber es ist ja gut, wenn die Station hochgeht, oder? Oder nicht? Verstehe ich da was falsch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber das ist doch irgendwie wild. Habe ich nicht so ganz verstanden. Aber im Endeffekt hat sie es jetzt eh nicht mehr selber in der Hand, weil sie ja weggetragen wurde. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall scheinen wir Zeitdruck oder sowas zu haben. Zumindest denke ich das mal. Jetzt kommt das Grand Final, wenn er mich fragt. Jetzt muss ich hier den irgendwie aufhalten. Das erinnert mich immer noch an Batman, aber egal. Ja gut, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich ihm mal was in den Kopf werfen, oder? Ich habe dem Typen wirklich vertraut. Wie konnte ich nur so blöd sein? Ich schaue mich erstmal um, wenn es überhaupt möglich ist. Ich weiß ja nicht, ob ich Zeitdruck habe. Hinter seiner pseudoscharmanten Art steckt ein aalglatter und skrupelloser Oberbösewicht, wie er im Buche steht. Mhm. Eigentlich macht sie einen recht sympathischen Eindruck. So kann man sich täuschen. Ganzen Typen, ja. Noch einer, der mich die ganze Zeit verarscht hat. Ich nehme mal an, dass er Massimos Informationsquelle in Russland war. Das Ding ist natürlich auch krass. Damit will Massimo seine kranken Pläne verwirklichen. Ich weiß auch gar nicht, ich kann alles Mögliche anwählen. Na toll. Kontrollpunkt. Von hier aus wird wohl der ganze Ablauf des Projekts gesteuert und überwacht. Ich kann gefühlt alles antatschen. Da oben müsste Max drin sein. Hoffentlich haben sie ihn noch nicht erwischt. Mhm. Da ist ein Ausgang. Anzeigetafel. Kontrollanzeigen. Scheinen wichtig zu sein. Zum Ausgang latschen werde ich ja nicht können, oder? Sergej steht da vermutlich nicht nur zum Spaß. Alles klar. Ja, kann ich mich jetzt auch mit den Leuten unterhalten, oder was? Hier kann ich irgendwie an den Kran fassen? Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten zu bedienen. Ja gut, er kann den Kran vielleicht, also Max, da reinjagen und dann einfach nur vorwärts fahren, wenn das geht. Dann geht's vielleicht kaputt. Kann man mit Oleg reden? Ich würde gern... Ruhe! Professor Charleroi muss sich konzentrieren. Mit ihm sprechen? Ja, man kann mit ihm sprechen. Wollen wir das jetzt direkt machen, oder? Wieso eigentlich nicht? Kann ja nichts schief gehen. Sekte, Geräte. Ist mir egal, machen wir nach der Reihenfolge. Falls es Sie interessiert, eine Sekte ist soeben eingetroffen. Die sind gerade dabei, ihre oberirdischen Anlagen zu zerstören. Ja, sicher. Von wem werden Sie denn angeführt? Dem weltenrettenden Superhelden? Ich meine es ernst. Und ich glaube, Ihnen bekommt die Kälte nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Für solche Unterhaltungen habe ich keine Zeit. Wo bleibt Iron Man, wenn man ihn braucht? Geräte? Die ganzen Geräte hier am Ende der Welt aufzubauen, das muss doch ein riesiger Aufwand gewesen sein. Wozu das Ganze? Die Geräte sind extrem empfindlich. Sie sehen die große Anzeige da hinten? Ist ja kaum zu übersehen. Das Projekt wird genauestens überwacht, weil jegliche Störstrahlung eine Fehlfunktion zur Folge haben könnte. Daher sind wir auch auf Nummer sicher gegangen und haben die Anlage unter der Erde aufgebaut. Aha. Kann ich mit Charleroi, wenn der Name macht mich fertig, sprechen? Frau Charleroi? Halt's Maul, sonst wird Sergej es dir stopfen. Reizend. Sergej? Mein Interesse an einer Unterhaltung mit ihm entspricht den Temperaturen hier unten. Okay, also die Gesprächsoptionen haben wir mal hinter uns gebracht. Ja gut, super, awesome. So viel Zeit hab ich schon, um da kurz zu speichern. Gut, toll. Kontrollpunkt, oder Pult, Kontrollpult. Das Komitee der sympathischen Weltverbesserer möchte mich vermutlich nicht in seine Reihen aufnehmen. Wieso wirft sie nicht einfach irgendwas da rein? Das Ei oder so, oder was weiß ich. Den Schraubenschlüssel. Wie so ein Getriebe oder so. Nein? Oder Handy. Hat er nicht was von Störquellen gesagt? Ah, man kann das in die Maschine werfen. Das war klar.
auf sie anwenden kann ich es nicht. Ich habe hier keinen Empfang. Nein, aber er meinte doch irgendwie Störquellen. Ich meine, ich wollte halt den Schraubenschlüssel oder so nehmen, aber das Handy ist natürlich auch Funk oder... Geht das einfach rein damit? Oleg passt mal wieder gut auf mich auf. Eine falsche Bewegung und ich werde mein Leben vermutlich in der Gletscherspalte beenden. Ja, wie soll ich den jetzt ablenken? Max könnte auch mal was tun. Ich kann auch nicht zu Max wechseln oder so, gell, by the way. Aha. Awesome. Also, ja, gut. Kann ich denn irgendwas auf Oleg anwenden? Aber was? Oder auf Max oder so. Oder irgendwas fuchteln. Aber ich darf ja nicht fuchteln. In welchem witzigen Film hat man mal mit so einem Ding gekämpft? Ich weiß schon gar nicht mehr. Mit Max kann ich nichts machen da oben. Vielleicht einen Drink anbieten? Nee. So von der Logik her bin ich jetzt nicht sicher. Aber ich muss jetzt ein bisschen rumprobieren, was man da jetzt irgendwie so eine Idee... Also das mit dem Reinwerfen, ja, aber das macht sie ja nicht, weil sie anscheinend... Ja, toll. Und irgendwo hinlatschen kann ich auch nicht, oder was? Nö, ich kann überhaupt nicht moven, oder wenn man sagen will. Aha. Was soll das mit dem Kran? Kann ich was am Kran befestigen vielleicht? Aber was? Nee, aber das ist doch irgendwie auch... Was, ich kann den Schraubenschlüssel auf den Dates hauen, oder was? Gut, das würde... Aber, ach, das geht, oder was? Gut, das macht doch halbwegs Sinn. Das geht aber auch bei Massimo und bei Nicole und bei Sergei. Das macht doch keinen Sinn, oder? Kann ich jetzt sterben, oder? Ich kann nicht alle auf einmal erschlagen. Spätestens nach der ersten Person würde ich vermutlich tot am Boden liegen. Ja, das ist mir klar. Nee. Das kann ich bei jedem jetzt anwählen, das wird keinen Unterschied machen. Ja, irgendwas muss ja gehen. Platte? Nee. Irgendwas kombinieren? Nee. Das Ei kann ich Oleg geben? Warum das denn? Ich hab hier was, wonach ihr bestimmt schon sucht. Oh, das Teil aus der Wasserpumpe. Vielen Dank. Wir werden uns mit einem schmerzfreien Tod erkenntlich zeigen. Sehr freundlich von Ihnen. Oleg! Bau das Ding mal schnell wieder ein, damit wir es oben in der Station schön warm haben, wenn wir unseren Triumph feiern. Okay. Sie haben dann ein Auge auf unseren Ehrengast? Ich glaube nicht, dass unsere Prinzessin fliehen möchte, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja unheimlich gemütlich hier. Macht Sinn. Jetzt verpieselt er sich. Kann ich jetzt das Handy da reinwerfen? Runtergeworfen. Verdammt, wir haben hier irgendwo eine Störstrahlung. Wenn wir das nicht ganz schnell wieder in den Griff kriegen, müssen wir den Versuch abbrechen. Lol. Das war's? Nur ein bisschen Diu, 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 oder was? Ja, eine Störstrahlung, toll. Und ich kann mich am Kran jetzt festhalten, nee. Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten zu bedienen. Kann ich jetzt irgendwie? Nee, geht auch nicht. Ich kann nicht alle auf einmal erschlagen. Oh, das ist schon einer weniger, deswegen dachte ich mir vielleicht. Tja. Na gut, jetzt haben sie den Versuch zumindest pausiert. Das ist aber auch alles, was mir jetzt gelang. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, das ist jetzt ein bisschen rumprobieren, das sehe ich ein, aber... Ich habe nicht wirklich eine andere Idee. Aber... Jetzt bin ich langsam am Ende mit meinem... Kann ich da jetzt... Doch, weil Oleg weg ist, da hinlaufen? Kann ich das Handy anfassen? Nee. Das Komitee der sympathischen Weltverbesserer möchte mich vermutlich nicht in seine Reihen aufnehmen. Natürlich nicht. Warum auch? Aber jetzt habe ich doch eigentlich alles probiert, oder nicht? Reden nochmal? Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, sind da aber ein paar kleine Denkfehler drin. Wir können uns gern später darüber unterhalten. Ach nein, leider werden wir dazu wohl keine Gelegenheit mehr haben. Okay, und die sagt immer noch Halsmaul oder was? Frau Charleroi? Halsmaul. Okay, danke. Da komme ich nicht unbemerkt hin.
Tja, ich weiß es ja gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich bin nicht ganz sicher, kann man noch irgendwas kombinieren oder sowas? Aber das wird ja dann auch nicht so viel Sinn machen, oder? Aber ich habe doch eigentlich jetzt alles angewendet. Das Handy liegt da unten drunter. Eigentlich müsste jemand anrufen auf dem Handy oder so, obwohl sie hat ja eh keinen Empfang, oder? Tja. Puh. Ich weiß es ja, ich sag nicht, meine Freunde. Nee. Ich bin nicht sicher, was das jetzt soll. Ich war der Meinung, aber ja gut. Oder übersehe ich irgendwas? Kann ich da irgendwo noch ein extra Objekt? Und die Kabel oder irgendwas kommen hier aber auch nicht dran. Und Sägetafel auch nicht. Hm. Flachmann, ja, toll. Bin mir nicht sicher gerade, was das alles soll. Kann an sich gar nichts tun. Mit der Angel irgendwas noch. Aber ich kann da nicht mal das Handy anwählen, oder wie man sagen. Ich habe jetzt diesen Versuch unterbrochen. Oleg weggeschickt. Und das war's. Ja, die Stelle ist nicht einfach, meine Freunde. Aber ist halt so. Wenn es euch zu lange ist, müsst ihr halt vorspulen oder keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie es weitergeht. Bin ja kein Hellseher. Das Schlimme ist halt, es muss ja hier sein. Und ich habe jetzt gefühlt alles auf alles angewählt. Und trotzdem tut sich nichts. Check ich nicht. Ja gut, das ist ja dieses Jahr, ich kann nicht alle erschlagen. Hä? Hä? Das gibt's doch jetzt nicht. Bin ich doof oder was? Jetzt habe ich jedes Objekt hier in dem Raum mit entsprechend einem Objekt, was hier noch vorhanden ist, ausgewählt. Kamera, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wieder eine von diesen Überwachungskameras. Ach so, muss ich jetzt Dinge oder was? Muss ich jetzt, die Kamera... wie? Die Kamera auf die Maschine? Die Kamera auf das Kontrollpunkt? Ausrichten oder was? Ja, und dann? Oder kann ich irgendwelche Objekte auf die... Kann ich ihm wieder was zeigen? Nö, oder? Ausrichten? Ja, die Kamera habe ich nicht gesehen. Ja, aber worauf richte ich die aus? Das ist jetzt eine... Hä? Okay. Ich scheue mich jetzt natürlich jetzt irgendwie, weil wir schon wieder 18 Minuten haben, ich scheue mich jetzt ein bisschen, das zu machen in diesem Augenblick, muss ich gestehen, weil ich kann ja dann auch nicht 50 Minuten überziehen oder sowas. Also wir schauen mal in Ruhe. Man kann die Kamera also nicht aufs Fenster. Auf den Kran kann man die Kamera ausrichten. Was auch immer das dann soll. Man kann die Kamera auf die Maschine ausrichten. Auf den Ausgang. Auf Sergei. Auf Massimo. Auf Nicole. Nicht aufs Kontrollpult. Und auf die Anzeigetafel. Und was wäre da jetzt logisch? Vielleicht die Kamera auf den Kran richten, damit er versteht. Aber der Kran kann doch eigentlich nur bis hierhin fahren. Von wegen blockieren oder sowas, oder? Er kann ja nicht... Nee. Und wenn ich ihm... Wenn ich die Kamera jetzt auf Massimo drehe oder sowas, was bringt ihm das? Ich müsste die Kamera vielleicht aufs Handy drehen, damit er kapiert, dass ich möchte, dass er anruft und damit es hier noch vollends zur Störung kommt. Oder auf diesen Monitor mit diesem Fehler, so nach dem Motto, ja, den müssen wir verstärken, den Fehler oder sowas. Weil warum soll ich ihm das Kontrollpult zeigen? Er kann von da oben vielleicht schon das Zeug hier steuern, aber was ich halt nicht verstehe, warum Max so passiv ist. Also, das ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz realistisch, oder wie man sagen möchte, oder? Ich denke mir halt, der kann ja normalerweise entweder von sich aus schon mal mitmachen. Der steht da oben und bohrt an der Nase, oder was? Er sieht ja normalerweise, was hier unten abgeht. Er müsste ja irgendwelche Knöpfe drücken oder selber was machen. Oder, wie so zwei Lösungswege, man müsste auf Max switchen können. Dass man von da oben vielleicht auch die Möglichkeit hat, einzugreifen. Weil das ist ja nicht ganz logisch. Der guckt hier runter und denkt sich, ah, ich mach Pause. Oder was? Also das ist schon ein bisschen... Naja, verstehe jetzt nicht ganz. Naja, meine Freunde, bei all diesen Theorien, ich werde jetzt in der nächsten Folge einfach mal versuchen, die Kamera auf irgendwas anzuwenden. In der Hoffnung, nichts zu verpassen. Aber versprechen kann ich das nicht. Wenn ich dann das Richtige treffe, dann ist das halt so. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen wild. Aber das ist... Solche Szenen hatte ich schon oft in Adventures, so diese finale Szene, du kannst dich ja nicht mehr bewegen und musst aber doch verhindern, das kommt mir so bekannt vor.
Naja, also wenn ihr vermutlich das Ende des Ganzen jetzt mitkriegen wollt, dann müsst ihr die nächste Folge einschalten und da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.